Hey Leute, Crymax hier, was geht, euer Paul Berger? Herzlich willkommen heute mal zu meiner ersten Runde Brawl Stars, Leute. Ja, ich glaube, viele von euch haben auch schon mal Brawl Stars gezockt. Ich noch nie, heute das erste Mal. Und deswegen habe ich heute jemanden mit dabei, der mir das Ganze ein bisschen erklären wird. Und zwar den Lukas Brawl Stars. Was geht ab, Alter? Was geht, Freunde? Ja, heute bin ich hier der Brawl Stars Lehrer und werde mal Max ein bisschen zeigen, wie man Lehrer, Brawl Stars zockt, ne? Ja, ich bin jetzt hier ganz am Anfang. Ich muss mir erstmal einen Namen auf meinem Account geben. Zehner, dass iCrymax noch frei ist. Und? Geht. Hey, das geht. Kann man Accounts mehrmals verwenden? Ja, da kannst du einfach jeden Namen mehrmals verwenden. Okay. Weil sonst immer bei jedem Spiel so. Jetzt muss man hier sein Alter auswählen. Oh Leute, was denkt ihr, wie alt ich bin? So wie man 60 plus. 60 plus, oder? Ja, auf Rentnerbasis. Nee, Leute, ich bin 25. So, das machen wir einfach mal, damit das hier schön real ist. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Brawl Stars feiert, checkt auch gerne Lukas aus. Dann können wir sowas öfter mal machen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wie gesagt, ich bin absoluter Noob, noch nie gespielt. Spiele einen Trainingskampf, um den Rest des Spiels freizuschalten. Muss ich das jetzt hier machen, oder? Ja, musst du leider. Also du musst echt zwei so Games spielen. Aber da kann ich dir schon mal die Steuerung so ein bisschen zeigen. Also, Ja, das ist vielleicht also gar nicht mal so schlecht. Genau, im Prinzip musst du diese Boxen auch kaputt machen. Dann wirst du so die stärker, hier, ne? Ja, genau die. Okay. Alter, die sind ja aber schon, die halten viel aus, die Boxen. Ja, also so, je näher du rangehst, desto mehr Schaden machst du mit dem Brawler. Okay. Genau. Kann man auch irgendwie schneller rennen? Der läuft zu langsam. Guck mal, da ist jemand. Oh. Ja. Oh, kill den. Oh mein Gott, aua. Ey, er hat mich ey. Rückzug. Oh mein Gott, ey, ich bin fast tot. Was ist das denn? Ich bin wahrscheinlich der erste Spieler, der bei so einem Trainingskampf fast gestorben wäre. Nee, also du kannst nicht schneller rennen, aber irgendwie sagt das jeder, der das erste Mal Brawl. Ja, das ist total langsam. Die laufen wie in Slow Motion, Alter. Jo, Alter, hey, beruhig dich. Attackier. Ja, irgendwie, der macht nichts. Ey. Oh, schnell. Hallo. Ey! Ja, komm! Ich kann nichts machen! Der schießt irgendwie nicht. Echt? Deine Steuerung? Hat er mich irgendwie verzaubert oder so? Nein. Du musst ganz normal attackieren können eigentlich. R3. Hä? Ah, jetzt. Oh ja, komm schnell. Ulti. Oh! Ah, stabil. Okay, ich verstehe das hier noch nicht ganz mit dem Schießen, Alter. Ja, man muss auch dazu sagen, du spielst gerade nicht am Handy. Am Handy ist es schon deutlich einfacher. Okay, nochmal, ja, ich spiele gerade mit Maus und Tastatur, Leute. Ah, jetzt sind wir hier im richtigen Spiel drin, ne? Genau, du musst jetzt leider nochmal ein Spiel spielen. Bevor wir dann zusammen was machen können. Ist das dann auch so, wenn wir jetzt gleich zusammenspielen, dass dann die übelsten Pros in unserer Lobby sind, weil du da wahrscheinlich dabei bist? Nee, ich nehme extra für dich so einen Anfänger-Account auch. Ich habe ja mehrere. Und dann sind die auf jeden Fall noch nicht so stark. Ich versuche mal ein bisschen, hier erstmal in die Steuerung reinzukommen. Ja. Das macht nämlich irgendwie für mich hier noch gar keinen Sinn, wie das hier... Ach, hier, okay, ich muss mich hier ran orientieren, hier rechts mit dem... Ah, okay, warte, jetzt verstehe ich das, warum ich die ganze Zeit hier... Okay. So, warte mal, ich hole mir erstmal hier die Kiste. Was ist denn in diesen Kisten hier drin? Also, da sind quasi diese Power-Cubes drin und wenn du den einsammelst, machst du mehr Schaden und hast mehr Leben. Und du kannst unendlich viele einsammeln quasi. Ah, okay. Was ist so dein Rekord? Wie viele Power-Cubes hast du schon mal... Ah, oh, ey, der Dreckige campt hier im Busch. Oh. Ah, ey, ich bin fast tot. Du hast ein Leben. Oh, schnell wegrennen. Okay. Ja, also... Oh, der Dreckige, der campt da im Busch drin. Ja, ja. Und lauf einfach in den rein und attackier den. In den rein laufen und dann... Boom. Ich hab meine Ultimate. Ulti. Boom. Weg mit dir, Junge. Sehr geil. Ja, das, mein Rekord ist quasi 99 Power Cubes. Ah, also bei 99 hört's dann auf. Ja, genau. Dann stürzt das Spiel irgendwie ab. Ah, perfekt. Aber das war auch nur mit Abonnenten möglich, das so zu erreichen. So mit so einer... Ja. Ey, wie die sich alle da immer in den Büschen verstecken, hallo! Ja, voll die Buschkämpfer alle, ne? Okay. Muss los, Bruder. Okay, aber komm, du schaffst es. Du musst den Win holen. Oh mein Gott, er nimmt mich komplett auseinander. Er nimmt mich komplett auseinander, das war's. Oh, abhauen. Uiuiui. Nach oben weg. Ja. Okay, du musst erstmal so Leben regenerieren und dann kannst du versuchen. Okay, jetzt versuch, wenn du in dem drin bist, gleich deine Ulti zu drücken, sobald du die hast, okay? Jetzt Ulti! Nein! Das war wild! Ich bin ab durch ihn durchgeschossen! Oh, ich habe ihn aber auch noch erledigt! Oh mein Gott, okay. Bis Platz 3, okay. Ach so, okay. Also das ist immer, der, wo halt als letztes noch lebt, hat dann die Runde gewonnen. Genau, ja. Okay, macht Sinn. So ein bisschen wie Battle Royale eigentlich. Gut, ne? Leute, erste Runde Platz 3 ist okay, oder? Ich bin jetzt vielleicht nicht das Anfangstalent. So.
Genau, perfekt. Und jetzt hast du auf jeden Fall auch schon ja, die ersten Schritte fertig. Also du kannst an sich jetzt mit mir spielen oder kannst auch Boxen öffnen, die Brawler schon mal freischalten, wie du magst. Was, ist das jetzt hier meine erste Brawlbox, die ich öffne? Genau, ja. So sieht das also aus mit diesen Brawlboxen. 40 Münzen. Genau. Aber das sind die kleinsten. Das sind die kleinsten Boxen halt, ne? Ah, okay. Genau. Die gibt es jetzt auch übrigens nicht mehr lange. Also nur noch bis zum 12.12. Und wie kann ich hier so Skins mir holen und sowas? Okay, also du musst jetzt zurück in den Shop dann. Okay, und dann siehst du schon, oha, du hast erstmal zwei Gratis-Megaboxen. Die kannst du schon mal öffnen. Wo sind diese Gratis-Megaboxen? Wo siehst du das? Und das genau. Sind jetzt aber diese großen, dicken Boxen oder was, wo Skins genau. Drin sind? Nee, da sind keine Skins drin, sondern Brawler quasi. Ah, achso. Oh. Oh, du hast schon mal was, du hast schon mal was. Okay. Was habe ich denn jetzt? Ja, musst du gucken. Oh! Achso, jetzt kommt das! LOL, der Boxer, okay, also das ist schon mal dein erster neuer Brawler. Alter, okay, geil, Leute, wir haben einfach Rey Mysterio bekommen. Ja, sieht wirklich so aus, das stimmt. Kriegst direkt quasi noch eine Box, zack. Oh, okay, ich denke immer, das sind Skins, so wegen Fortnite und so, weißt du, aber das sind ja quasi andere Charaktere zum Spielen mit anderen Attacken und so wahrscheinlich, ne? Genau, ja, also es gibt mittlerweile sogar... Oh, schau mal, direkt hier so ein Upgrade für El Primo bekommen. Genau, sehr geil. Ja. Sehr, sehr nice. Shelly ist ja so dieser Anfangs-Noob-Skin, ne? Genau, also dieser Noob-Brawler, den jeder so hat halt, ne? Warum habe ich jetzt keinen Charakter bekommen? Ja, du kriegst nicht in jeder Box. Jetzt musst du so ein bisschen in den Shop rüberwischen. Genau, und guck mal, da ist eine Omega-Box, siehst du die? Ah, die kann ich auch nochmal einfordern, ne? Genau, das ist quasi die allergrößte Box. Die gab es jetzt nur einmal. Also das ist die einzige, die jeder bekommen hat. Die ist übel krass. Heftig, okay. Also ich würde sagen, Leute, Pack-Opening, let's go, wir schauen rein. Alter, okay. 1000 Münzen, okay. Ja, sehr nochmal, viel auf jeden Fall. Ist das gerade Zufall, dass ich die ganze Zeit El Primo Upgrades bekomme oder war das jetzt Glück wirklich? Oder? Naja, du hast ja nur so wenige Brawler, deswegen kannst du nur für die Upgrades bekommen. Ah, also bekommen, man kriegt dann immer für die man hat, die Upgrades. Ja. Okay. Ja gut, aber El Primo jetzt schon mal direkt ein Upgrade verfügbar. Ja. Shelly nochmal. Verbleiben die. Oh! Krass, einmal Barley. Kann der was? Ist der gut oder ist der eher nicht so? Ja, geht. Also der kann über Wände werfen. Quasi. Ah, okay. Ja. Dann, und ich krieg noch einen. Und nochmal, oha, zwei direkt in einer Box. Alter, Daryl, Hybride. Daryl hat eine mächtige cool, Doppelshotgun, ja. Oha. Kann er dann mehr schießen oder was, weil er eine Doppelshotgun hat? Genau. Und er kann auch so in Gegner reinrollen, über Flüsse rollen und sowas. Okay. Ja. Und Juwelen haben wir nochmal welche bekommen. Ja, das war auf jeden Fall ein dickes Paket. Beschweren kann man sich da eher weniger. Mit diesen Juwelen genau. Kann man bestimmt noch mehr Boxen kaufen, ne? Ja, genau. Also wenn du ganz rüber scrollst, da kannst du quasi dir unendlich Boxen auch holen. Und da sind auch Skins zum Beispiel auch drin. Hier können wir uns noch gratis Dinger holen. Also ich würde schon gleich mal gerne diesen El Primo spielen. Ja, das können wir gerne machen. Weil der sieht irgendwie wie Rey Mysterio aus. So. Okay. Dann, wenn du magst, ladest dich mal in so eine Duo-Lobby ein. Ey, aber ich kann ihn doch jetzt hier auch noch upgraden, ne? Oder genau. Nicht? Ja, mach das mal. Hier einfach auf Upgrade drücken. Ja, genau. Jetzt kannst du den so hoch wie geht. Ja, Leute, wir investieren jetzt alles in Rey Mysterio rein. Okay. Boah, Power 6 ist schon echt gut. Sehr krass. Verteidigung, der ist halt voll gut. Der hält viel aus. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für mich für den Anfang. Ja. So, gut, dann, okay. Okay. Aber auswählen musst du jetzt noch. So, jetzt haben wir den. So, und jetzt kannst du ja mal zu mir in die Lobby kommen. Dann kann ich dir noch mal ein paar Tricks zeigen. Oha, moin, was geht? Alter, da bist du jetzt hier in der Ecke. Das bist du hier. Genau, also das ist jetzt nicht mein normaler Account, sondern ich habe jetzt einen Account genommen, wo ich auch niedrig bin, weißt du? Dass wir jetzt normal zocken können. Ah, okay, das ist gut. Weil sonst wären zu viele Profis da. Genau, korrekt. Dann kannst du den ja mal direkt testen. Der ist auch so ein Nahkämpfer. Wirst du gleich rausfinden. Und wir kämpfen jetzt gegen andere Zweierteams, also Duo Rounds. Genau, jetzt. Also insgesamt 5 Zweierteams gibt's jetzt. Okay, alles klar. Oh Gott, yes. Leute. Oh. Oha, gib alles. Also du kannst schon mal hier testen an den Boxen, wie deine Attacke ist. Du boxst quasi einfach so. Also ich muss wirklich full Nahkampf gehen. Ja, full Nahkampf, genau. Ba, ba, ba. Genau, sehr geil. Und ja, jetzt können wir ja mal gucken, ob wir hier noch ein paar Gegner finden. Ich habe jetzt so einen, der hat so eine hohe Range, siehst du? Der ja, kann so das ist aber eigentlich ganz gute Mischung. Dann gehe ich Nahkampf und du gehst... Ey, genau. Oh! Ihr Dreckigen! Bam, 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 bam. Oh, boah, ich habe ihn weggeboxt. Sehr geil. Okay, und in Duo-Showdown ist es übrigens so, hier sind so Heal-Wolken. Also wenn du da jetzt reingehst, dann kannst du auf jeden Fall Leben regenerieren. Diese grünen Wolken hier. Genau. Ah, aua! Ich hab 1000 Schaden. Nein, du musst da eine Zeit lang reingehen und dann quasi kriegst du mehr Leben dazu. Also anfangs abgezogen und dann mehr Leben dazu. Okay. Boxer! Oh! Okay. Komm, Junge, du kriegst jetzt hier. Ich knüppel dir richtig einen über. Den kriegst du. Oh, und Ulti! Dann kannst du auf den so drauf springen. Ah.
Komm, das sagst du. Nein, oh, ich bin viel zu weit gesprungen. Oh, ich bin fast tot, Bro. Hilfe. Oh nein, oh nein. Hilf mir. Okay, komm, ich helf dir, ich helf dir. Und ja, jetzt komm, den camp ich ab, den camp ich ab hier. Komm, lock oh, den hier. Komm, das schaffst du, schaffst du. Woo. Komm, ich lasse den, ich lasse den. Nein, daneben zack, geschlagen. Zack, zack, zack. Gönn dir. Okay, okay. Der haut ab, der haut ab. Ja. Der weiß, dass er jetzt hier kassiert, Junge. Jetzt Ultimate. Nein, ich bin wieder. Ey, ich springe mal zu weit mit der. Ja, du bam, hab den quasi, einen, hab den einen. Kannst es quasi so zielen, auch diese Ulti okay. von dir. Also ich muss halt da auf die Stelle dann zielen, wo ich hinspringen will. Boah, ich genau, hab 10.000 komm. Leben, Alter. Pam, pam, pam. Boom. Nice. Boom. Sehr, sehr stark. Ja, das okay. waren ja voll die Noobs, ey. Ja, ja, die waren richtig schlecht, ne? Alter, geil. Ja, geil, Platz ja, macht schon Bock. Ja, nochmal, nochmal. Okay. Und ich weiß nicht, als Abschluss, wenn du magst, könntest du nochmal ein bisschen Juwelen raushauen. Vielleicht ziehst du nochmal so einen sehr krassen Brawler, so einen legendären, oder? Ja, ja. Kannst mal warte, erstmal bevor du da reingehst, zurück zu den Brawlern. Ja. Tu mal jetzt so nach unten scrollen. Ah, die ganz, ganz unten sind wahrscheinlich die legendären, oder? Fast ganz unten. Da sind die. Guck, schau. Die sechs. Das sind quasi die seltensten. Wer ist dein Lieblingsbrawler? Von allen, also von den legendären jetzt Crow da. Okay. Dieser Vogel. Der Vogel, ja. Ja, und von allen aber der Nita. Der Ehrenmann. Der Nita, wo ist denn der? Der ist oben, ganz oben. Ach so. Also der ist quasi, den kriegt man sogar relativ einfach. Ach krass. Den, und das oh, Lord, so den hast du sogar schon. Hä? Man zurück nach oben in diesen Trophäenpfad. Ja, den hast du schon jetzt. Ist ja voll einfach zu kriegen, Nita. Ja, 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 den kriegt man direkt am Anfang. Krass, krass. Warte mal. Heftig, heftig. Warum ist der so beliebt? Was macht der so? Also ist der so irgendwie voll strong oder? Der hat halt diesen Bären, also der hat dann, der kann den so werfen, dann hat er so einen Freund, der mit so ihm diese Gegner attackiert, weißt du? Ach, heftig. Warte mal, hier unten habe ich aber noch diesen Brawl Pass, da kann ich doch auch noch hier was einlösen, oder nicht? Ah ja, safe, die kannst du auch noch öffnen. Alter, was kann man denn mit diesen ganzen Münzen machen? Ist das nur zum Upgraden, die Münzen quasi? Genau, die sind nur zum Upgraden, dass du so deine Brawler stärker machen kannst. Aha. Brawlbox genau. nochmal. Das sind aber so diese Schmalspurboxen, diese Brawlerboxen, ne? Ja, genau, genau. Wenn du willst, kann ich jetzt mal mit meinem Hauptaccount reinkommen, dass wir so bessere Gegner haben und auch so einen legendären Brawler spielen noch. Ach du Scheiße. Ja, komm, lass mal eine Sweater-Round noch machen. Ja, okay, okay. So, ich bin drin und oh. kannst du mal auf meinem Account gucken. Alter, du hast ja voll die Abzeichen und alles. Du bist da ja voll der, hast ja voll den Big Baba-Account hier. Genau, genau. Komm, ich spiel mal den hier. Okay, Alter, Solo-Siege 1400, Duo-Siege 5000, mhm. 21.003 versus 3 Siege, Alter. Genau, du hast auf jeden Fall schon Pokal, auch mein Rekord hier, ne? Meiste Trophäen, krank, krank. Er hat auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit hier in dem Spiel verbracht. Ja, ein bisschen. Okay, komm, dann lass in eine Runde reingehen. Ey, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie du dich schlägst. Also man muss sagen, ey, ich werde einfach... Ja. Du hast halt jetzt so einen Brawler, der so quasi Nahkämpfer ist. Das ist schon ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber wir probieren es, okay? Egal. Mach, okay, geh du auf Sweat. Lass versuchen, Win zu holen. Achte nicht auf mich. kriegen wir hin. So. Ich versuche mal ein bisschen bei dir in der Nähe zu bleiben, falls mich jemand hier... Ja, genau. Das okay, also man campt auch schon viel so hier in diesen Büschen immer so ab, ne? So ein bisschen auf Taktik. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt wirklich, ne? Immer, die schießen immer so ein paar Shots rein, ziehen sich dann wieder zurück und so. Genau. Ich kann halt so hier gar nichts mehr machen auf Distanz, ne? Das ist eigentlich echt ein total dummer Brawler, den ich hier spiele. Ja, das stimmt eigentlich. Rey Mysterio einfach ein Noob-Brawler, Digga. Ja, ist er halt wirklich aktuell zumindest. Aber ja, aua. Das ist nicht schlimm. Siehst auch, die Leute haben alle diesen Crow, ne? Ja, gerade. Weil der geht halt echt. Boah, der macht auch voll den Vergiftungsschaden, ne? Wenn man davon getroffen wird. Genau, genau. Ja, ich muss die halt einfach quasi versuchen, so abzuhalten und dabei so meine Ulti aufladen. Sag mir, wenn ich irgendwas machen soll, wenn ich reingehen soll oder so. Ja. Lass mal, ich wollte hier noch irgendwie nach so Powerkisten schauen. Oh, da unten ist er. Oh, da sind noch mal welche. Alter, das wird echt ultra schwer. Vor allem, wenn die so gleichzeitig das zu sind, uns das kommen. Das sind ja hier die Todessweater, ey. Hör mir auf, ey. Ah, aua. Okay. Okay, aber an sich, wenn wir uns da so vercampen, ne, die kommen halt nicht so nah ran, weil die dann denken so, ah, dann werden die von dir so geholt. Deswegen, vielleicht kriegen wir das ja hin. Boah, Digga, jetzt wird's schwer. Kannst dich ja hinter auch verstecken irgendwie, hinter diesem Pfahl. Ja.
Oh, jetzt wird's schwer. Okay, die attacken. Oh komm, wir gehen Nahkampf, ich verprügel den jetzt. Oh mein Gott, okay. Ich prügel den jetzt weg hier. Ich prügel dich weg. Oh Gott, die haben mich. Ich bin tot. Alter. Oh mein Gott, okay. Shit. Oh okay, wir gucken mal noch Lukas zu, wie er das jetzt hier regelt. Okay, das war's. Nee, lol, ey, das waren aber auch wirklich. Digga, wir haben ja gegen diese anderen Sweater gespielt. Ja, da machst du nichts. Ja, das war krass. Das war sehr, sehr schwer. Ja gut, Leute, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Erste Runde Brawl Stars heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schreibt in die Kommentare. Sollen wir öfter mal Brawl Stars spielen? Soll ich vielleicht auch mal versuchen, irgendwie gut zu werden hier in dem Spiel? Ich weiß nicht, ob bei mir da Hoffnung da ist. Checkt auf jeden Fall mal gerne Lukas aus. Bei dem nehmen wir auch noch ein Video auf. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymix.